Moin aus Hamburg. Ja, ich habe letztens, hat mir ein Kunde, der einen 996 gekauft hat, bei mir so ein Titelbild geschickt von so einer Zeitschrift, eine der modernen angesagten Autozeitschriften. Und da stand fett als Überschrift: Porsche 996, jetzt kaufen. Ich habe mal wieder ein Hammerauto gefunden hier gerade. Also ich habe hier ein Auto stehen, definitiv zweiter Hand. Also Unterlagen alles da, Brief ist da, also erster Brief ist da, hier keine Vorbesitzer. Und Erstzulassung ist die erste Serie, das sind ja die, die am Ende richtig teuer werden. Genaue Erstzulassung ist 3.3.98. Also wunderschönes Auto, steht für mich hier echt tipptopp da. Ich habe den gestern erst bekommen, der ist noch nicht aufbereitet. Also der sieht so, wie er hier steht, aus, obwohl er noch gar nicht von meinem Aufbereiter bearbeitet wurde. Ich habe eben mal spaßeshalber Lack gemessen. Der Wagen ist Erstlack. Außer die Haube, die wurde irgendwann mal gemacht. Das ist nicht unüblich, weil Steinschläge und so gerne mal dafür sorgen, dass die dann nicht mehr so schön aussieht. Also die genau. Technisch, ich check den heute Abend durch, fahre ihn eine Stunde lang und will wissen, ob er wirklich gut fährt und alles, was nicht funktioniert, wird gemacht. Das heißt, sie kaufen hier bei mir ein Auto, was tipptopp in Ordnung ist. Er kriegt eine Inspektion noch, eine neue, dann ist er auf dem Punkt fertig und Checkheft gepflegt. 89.000 Kilometer gelaufen. Original-Checkheft vorhanden, Bordmappe vorhanden, mit allen, sogar Porsche-Club-Verzeichnis habe ich da drin gesehen. Also das war jemand, der sich auch gerne mit den Autos beschäftigt hat und auch andere Leute gerne getroffen hat, die solche Autos fahren. Lass uns mal rumgehen, wie der Wagen aussieht. Ich habe, was ich ganz cool finde, kannst du mal hier raufhalten, ich habe das eben von vorne gesehen, dass das hier unten so dunkel ist und silber. Ich weiß gar nicht, ob das sonst auch immer so ist. Also ich fand es bei dem jetzt hier irgendwie gerade ganz cool. Die Felgen, hier, was gar nicht geht, sind natürlich solche Rattenmuttern hier. Ich meine, das ist ja eine Katastrophe. Ich gucke mal, ob ich noch ein paar neue finde. Dann kommen da ein paar ordentliche rein. Und ansonsten, ich sehe hier keine Beulen, keine Kratzer. Hier, Felgen sind alle ordentlich, schön nicht abgenabbelt oder irgendwo gegen Kammsteine gefahren. Was ich eben gesehen habe, ist hier... Hier hat die Lampe so einen kleinen Riss hier, das haben die manchmal. Gut, ist halt auch kein Neuwagen, aber so im Gesamtzustand, wie der hier steht, ganz ehrlich, ich sehe ja wirklich viele von den Autos. Ich kaufe auch nicht alle, die ich so mir angucke, weil die dann irgendwie von innen auch nicht so schön sind. Das gucken wir uns gleich bei dem an, auch tipptopp. Aber der ist wirklich, ja, der ist ordentlich. Man sieht dem Wagen an, dass er geliebt wurde, dass er nette... also zwei nette Eigentümer hatte, die ihn gepflegt haben. Und weiß gar nicht, was ich sagen soll. Man findet so selten nur noch solche Autos, die wirklich in so einem Zustand sind. Auch die Scheinwerfer hier, alles ordentlich und sauber. Hier vorne nirgends so aufgesetzt oder so. Oft ist es dann hier schon mal so, da hat man irgendwas ist kaputt hier unten. Sieht alles ordentlich aus. Ich habe ihn von unten noch nicht gesehen. Ich mache aber gleich von unten Bilder. Das heißt, wir können gleich... Also wenn Sie sich das angucken, sehen Sie nachher auf meiner Homepage auch Bilder von unten. Ich mache mal den Kofferraum auf, können wir da schon mal reingucken. Guck mal, auch hier, weißt du, das ist, oft hat man so Kofferräume, die sind dann durchgeranzt und hier alles schön. Der Aufkleber ist da, hier oben halt einmal hier rauf. Das ist einmal hier ganz wichtiges Dokument. Immer ein Aufkleber ist hier, ein Aufkleber ist im Scheckheft. Und also die Lage mit den Eigentümern ist so, dass das Original-Scheckheft, da steht derjenige drin, das ist ein deutsches Auto übrigens, wurde in Stuttgart ausgeliefert. Original-Scheckheft ist der erste Eigentümer. Und dieser zweite Eigentümer hier hat eine Frau, ist das Gertraud, hat den Wagen gekauft 2002. Also die hat den Wagen seit 2002 in ihrem Besitz gehabt. Und jetzt steht der Wagen hier bei mir. Ja, und wie gesagt, die Spaltmaße passen. Das ist alles gut. Ja? So. Sollen wir mal den Motor noch angucken? Gucken wir einmal in den Motorraum. Er hat einen Sportauspuff übrigens, der hört sich echt schön an. Also nicht prollig, aber schon ordentlich. Und Motor sieht halt aus wie ein Motorraum. Ne? Also den haben wir jetzt nicht irgendwie schick gemacht oder so Motorwäsche oder irgendwas. Das ist einfach, Also die Geschichte mit dem Erstlack finde ich so top. Ich habe jetzt hier extra mein Gerät mal dabei, nur dass man mal so, einfach 105. Hier, zack, 120. Also es sind alles so, ich mache jetzt hier mal stichprobenmäßig hier was.
125, das ist 100% Erstlack, da gibt es gar keine Frage. Und die Haube wurde halt irgendwann mal gemacht, die hat halt 200 irgendwas an Wert. Ja, Innenausstattung ist schwarz und darf ich jetzt mal rein, das sieht wirklich auf die Einstiege, hier halt mal auf die Einstiege, das sieht so ordentlich und sauber aus. Ich gehe mal auf die andere Seite. Hier bei mir auf der Seite, hier der Türgriff, gerade die Fahrerseite, das sieht man ja oft, dann werden einem Autos angeboten mit 70.000 Kilometern. Und dann denke ich immer, naja, also ich weiß nicht, ob das 70.000 sind. Hier sieht man wirklich 89.000 gelaufen. Das sieht ordentlich aus. Hier ist nichts verkratzt. Alles ist picobello. Auch hier die Mittelkonsole, da ist kein Kratzer, kein gar nichts. Hat Volllederausstattung, also auch das hier ist mit Leder bezogen. Ich glaube, bei den ersten, bei den danach ist auch immer das Lenkrad noch mit Leder bezogen. Ist das auch Leder hier oder ist das Leder? Also das auf jeden Fall. Anyway, weiß ich nicht. Sitze sind tipptopp in Ordnung. Hier ist nichts abgenutzt. Ich habe übrigens gerade so einen coolen Lederaufbereiter kennengelernt. Der macht solche Sitze wieder, also die sind ja dann irgendwie nach 80.000 schon so ein bisschen speckig. Ne? So, das sieht man dann ja schon. Habe ich bei einem Auto mal getestet jetzt. Wahnsinn. Da sieht das Leder aus wie als ob es ein Auto ist mit 10.000 Kilometern gelaufen. Ja? Echt total cool. Schönes Ding. Ja. So steht er hier. Ich würde vorschlagen, ich schmeiße ihn mal an, fahren mal eine Runde und dann hören Sie mal, wie der Wagen klingt und ob das vielleicht Ihr neues Auto ist. Und man muss sich jetzt 996 kaufen. Das sind Autos, die gehen ab. Ich habe gleich noch einen, ich filme gleich noch einen. Auch ein schönes Ding. Vielleicht finden Sie den ja auch im Internet. Der ist schwarz. Ja? Also insofern habe ich jetzt Lust, den zu fahren und das machen wir jetzt. So, jetzt hat's hier, ich habe gerade das Tor aufgemacht, es hat hier gerade geregnet, aber egal, wir machen das jetzt, wir fahren den mal und der wird ja sowieso noch nicht aufbereitet, deswegen macht das auch nichts dann. Und Regen können die nämlich ab, das sind nicht so Autos für eine halbe Million, die man nicht im Regen fährt, also insofern. Alltags Porsche fahren für kleines Geld, das mache ich jetzt mal hier vor der Halle. Was an dem Auto nicht funktioniert. Das stellt man meistens aber auch erst fest, wenn man länger fährt. Aber toi, toi, toi. Ja, was soll ich sagen? Hier steht er, Porsche 996, Baujahr 1998. Das sind die, die mal irgendwann richtig Geld kosten. Hat mal ein bekannter Rennfahrer gesagt. Erzähle ich gleich beim nächsten Video nochmal von dem Schwarzen. Und wenn das was... Stuttgart ausgeliefert, habe ich erzählt schon. Stuttgart ausgeliefert, immer in Deutschland gewesen. Wenn das was für Sie ist, rufen Sie mich an. Steht in Hamburg in meiner Halle. Freue mich auf Ihren Besuch. Dankeschön und schönen Tag noch. Tschüss.